السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. Heute beginnen wir eine neue Unterrichtsreihe im Mustalah von Hadith, also den Grundbegrifflichkeiten der Hadith-Wissenschaft. Viele der Geschwister haben dieses Thema von mir gewünscht oder von mir gefordert, weil ich Alhamdulillah die Ehre habe, dass einer meiner Schuyuch oder einer meiner bedeutendsten Lehrer, bei denen ich bis heute noch lerne, Sheikh Mustafa Al-Adawi ist, einer der größten Hadith-Gelehrter unserer Zeit. Und deswegen ist auch eins meiner Spezialgebiete Hadith-Wissenschaft. Und ich habe einfach auch gesehen, zudem, dass mir die Geschwister das gesagt haben, dass einfach in Deutschland dieses Thema sehr, sehr wenig bis gar nicht bekannt ist oder behandelt wird oder gelehrt wird. Deswegen habe ich mir überlegt, das einfache Buch für Anfänger in diesem Thema von Sheikh Mustafa Al-Adawi durchzunehmen. Ilal al-Hadith und einige Antwort und Frage im Bezug Mustalah al-Hadith. Und wir werden inshallah anfangen. Der Sheikh hat hier angefangen sozusagen als Vorwort, erstmal die Wichtigkeit der Hadith-Wissenschaft zu zeigen. Hier gibt er zum Beispiel die Beispiele, dass jemand sich mit Tafsir beschäftigt und vielleicht einen falschen Tafsir zu einem Sahabi oder ähnlichem zuschreibt, weil er eben nicht die Überlieferungskette richtig nachgeschaut hat, weil er eben kein Wissen in Hadith-Wissenschaft hat. Genau das gleiche bei einem Faqih, der zum Beispiel sein Hukm, sein Urteil darauf, auf ein schwaches Hadith aufbaut und somit einen ganz anderen, zu einem ganz anderen Urteil kommt, als es eigentlich so ist. Hier ein Beispiel, weil es sehr bekannt ist. Zum Beispiel die Sache, wer sein Geschlechtsteil berührt, der muss Wudu nehmen oder der soll Wudu nehmen. Das ist das authentische Hadith in dieser Sache. Ein anderes sehr bekanntes Hadith heißt, ein Sahabi fragt den Propheten a.s., wenn er sein Geschlechtsteil berührt, muss ich Wudu nehmen, ja Rasulallah sallallahu alaihi wasallam. Dann sagt er, nein, dein Geschlechtsteil ist nur ein Teil von dir, beziehungsweise ein Körperteil von dir. Dieses Hadith ist schwach. Wenn man jedoch dieses Hadith als authentisch sieht, weil man sich zum Beispiel nicht mit der Hadith-Wissenschaft befasst hat, so wird man zwischen den beiden Hadithen verbinden und sagen, man sollte Wudu nehmen, muss aber nicht. Betali, also sein Wudu ist noch gültig, aber es wäre besser, Wudu zu nehmen. Somit ist es so, dass man sein Wudu verloren hat, weil man sein Geschlechtsteil berührt hat und trotzdem betet, weil man eben diesen anderen Hadith hat und somit denkt, dass es nicht Pflicht ist, Wudu zu nehmen. Also dass es auch ohne Wudu zu nehmen, man noch Wudu hat. Deswegen ist diese Hadith-Wissenschaft die wichtigste Wissenschaft, weil alle anderen islamischen Wissenschaften, ob es jetzt Tafsir ist, ob es Fiqh ist, ob es Usul ist, alles auf diese Hadith-Wissenschaft aufbaut. Und so gibt es viele Beispiele in dieser Sache, aber wir haben jetzt erstmal nur ein Beispiel genannt. Deswegen tut der Sheikh hier einfach die Wichtigkeit dieser großartigen Wissenschaft beschreiben. Danach fängt er an zu erklären, was ist At-Tariq. At-Tariq oder auch As-Sanad ist die Überlieferungskette, die Kette der Überlieferer. Zum Beispiel ein Beispiel, Imam Ahmed überliefert ein Hadith an, also er hörte von Affan, dieser hörte von Salam, Abu al-Munzir, dieser hörte von Muhammad ibn Wasa, dieser hörte von Abdullah ibn Samit, dieser hörte von Abdullah ibn Samit, dieser hörte von Abi Zar, dem Sahabi, und dieser hörte vom Propheten alaihissalatu wassalam. Dies wäre dann die Überlieferungskette. Diese Personen sind die Überlieferer im Sanad, in der Überlieferungskette. Und diese Personen sind die Überlieferer. Dann Al-Matn. Al-Matn ist die Aussage oder Tat der Person, die im Hadith oder am Ende dieses Sanad ist.
Ob es jetzt der Prophet alayhi salatu wassalam ist, zum Beispiel eine Aussage des Propheten, dann wäre seine Aussage oder seine Tat der Metten. Wenn es eine Aussage eines Sahabis ist, dann ist die Aussage des Sahabis der Metten. Hier zum Beispiel ein Beispiel für einen Metten, was gesprochen ist, ist La temna'u ima Allah masajid Allah. Verbietet den Dienerinnen Allahs nicht die Moscheen Allahs. Das wäre zum Beispiel ein Metten, ein sprachliches Metten. Ein Beispiel zum Beispiel für ein Metten, das nicht gesprochen ist, sondern eine Tat, wäre zum Beispiel der Prophet a.s. hat Milch getrunken und dann Madmada gemacht, also sein Mund gewaschen. Das wäre zum Beispiel eine Tat, die auch das Metten hier darstellt. Hier die nächste Frage: In wie viele Untergliederungen das Hadith unterteilt wird in Sachen Anzahl der Asanid, Anzahl der Turuq, Anzahl der Überlieferungsketten. Hier sind es zwei: Mutawatir und Ahad. Mutawatir und Ahad. Was ist Mutawatir? Die nächste Seite. Was ist Mutawatir? Mutawatir ist einfach eine große Anzahl von Überlieferungsketten, also die alle authentisch sind und mehr als vier sind. Also einige Gelehrten haben es mit vier begrenzt, einige mit zehn, einige mit sieben und so weiter. Aber die richtige und komplettere Meinung ist einfach ein Hadith, was über viele authentische Überlieferungsketten überliefert wurde. Genau. Die nächste Frage: Es gibt zwei Arten ebenfalls von diesem Mutawatir. Es gibt Mutawatir Lafzi und Mutawatir Ma'na, auch Ma'nawi. Mutawatir Lafzi wäre, wenn alle diese Überlieferer das gleiche, also den gleichen Metten gesprochen sagen. Zum Beispiel der Prophet a.s. hat dies und jenes gesagt. Dies würde über viele verschiedene Überlieferungsketten zu uns überliefert. Also einmal eine Überlieferungskette zu Abu Huraira, eine Überlieferungskette zu Omar, eine Überlieferungskette zu Ibn Abbas, eine Überlieferungskette zu Ibn Mas'ud, eine Überlieferungskette und so weiter, zu 7, 8, 9, 10 Sahaba, die alle Überlieferungsketten authentisch sind, dann wäre das Mutawatir. Und diese Aussage wäre Mutawatir, Lafzi, also gesprochen. Mutawatir al-Ma'na wäre zum Beispiel, dass der Prophet a.s. seine Hände bei der Dua gehoben hat. So, hier zum Beispiel einige Bücher oder ein Buch von Imam Suyuti, das in den Mutawatir-Hadithen überliefert wurde. Und es ist Al-Azhar al-Muntasar, Al-Azhar al-Muntasara fil Akhbar al-Mutawatira. Ein sehr bekanntes Buch von Suyuti. Jetzt, was ist Al-Ahad? Al-Ahad ist alles, was nicht Mutawatir ist. Al-Ahad wird wieder untergliedert in Mashhur, Aziz und Gharib. Mashhur ist, was drei oder mehr Überlieferungsketten hat. Ob es authentisch ist oder nicht, hat nichts mit Mashhur zu tun. Mashhur ist einfach, dass es mindestens drei verschiedene Überlieferungsketten hat, aber nicht Mutawatir ist. Also Aziz ist, wenn es zwei Überlieferungsketten hat. Auch das hat nichts mit der Authentizität zu tun. Und Al-Gharib ist, wenn es nur eine Überlieferungskette hat. Und auch Gharib hier, also fremd, hat nichts mit der Authentizität, also mit der Stärke oder Schwäche des Hadithes zu tun, sondern nur mit der Anzahl der Überlieferungsketten. Also es kann sein, dass man hört, dieses Hadith ist Hasan Gharib, Sahih Gharib. Zum Beispiel, innama al-a'malu binniyat, die Taten sind entsprechend der Absichten, hat nur Umar ibn al-Khattab überliefert, kein anderer Sahabi. In diesem Fall wäre es von Umar ausgehend Gharib, obwohl dieses Hadith bei Bukhari und Muslim ist und definitiv authentisch. Deswegen heißt es nicht unbedingt, dass ein Gharib-Hadith schwach ist. Genau.
Die nächste Sache hier erklärt er, in wie viele Untergliederungen des Hadith eingestuft wird, was Authentizität angeht. Es Sahih, das Authentische, El Hasan, das Gute, was etwas weniger ist als authentisch, beziehungsweise was die Überlieferer etwas schwächer sind als bei einem direkten authentischen Hadith. Und Daif. Und Daif hat viele Untergliederungen, wie zum Beispiel Maqtu', Shaz, Ma'lul, Mursal, alles was man hört außer Hasan und Sahih, da gibt es viele Sachen, alles außer Hasan oder Sahih ist gleich schwach, ist gleich Daif, ist gleich abgelehnt. Sahih und Hasan wird angenommen, Daif und alles andere, alle Untergliederungen von Daif werden abgelehnt. Was ist der Ta'rif, also die Bedeutung von Sahih? Sahih, dass es Hadith Sahih ist, hat es fünf Bedingungen. Die erste Bedingung ist Ittisal al-Sanad. Ittisal al-Sanad, also das bedeutet, dass diese Überlieferungskette ununterbrochen ist. Dass jeder Überlieferer von dem über ihm, von seinem Lehrer wirklich gehört hat. Dann Adl al-Rawi, also die, sagen wir mal, Vertrauenswürdigkeit, die Praktizierendheit, die Religiosität von jedem einzelnen Überlieferer. Danach Dabt al-Rawi, also das kann man so als sein Gedächtnis bezeichnen. Hier gibt es auch Untergliederungen für sein Gedächtnis, und zwar einerseits sein Gedächtnis aus seinem Hifz, aus seinem Auswendig können und sein Dabt im Schreiben, falls er zum Beispiel ein Buch oder eine Schrift hat, wo seine Hadithe aufgeschrieben sind. Dann noch Adam al-Shuzuz. Shuzuz, also Shaz, kann man so beschreiben, dass es zum Beispiel eine Sache ist, ein Extra ist, was die anderen Überlieferer nicht gesagt haben und was im Gegensatz zu der Mehrheit der Überlieferer steht. Zum Beispiel, wie schon einmal ich euch in einem anderen Video erklärt habe oder erzählt habe, die Sache mit, dass der Prophet a.s. seinen Finger im Teschahhud bewegt hatte. Der Asl vom Hadith, also der Ursprung ist, dass der Prophet a.s. Richtung Qibla gezeigt hat. Dann gibt es eine Shaz, also eine Shaz-Zusatz, dass er ihn bewegt hat. Also so auf und ab bewegt hat. Einen anderen Shaz-Zusatz, dass er ihn nicht bewegt hat. Also zum Beispiel, da sind 20 Überlieferer. 18 haben gesagt, der Prophet hat Richtung Qibla gezeigt. Einer hat gesagt, er hat ihn bewegt und einer hat gesagt, er hat ihn nicht bewegt. Dann sind es hier sozusagen Aussagen, die der Mehrheit entgegensprechen und die nicht authentisch zum Propheten a.s. zurückzuführen sind. Und das war auch schon die erste Folge. Bis hier soll es inshallah reichen und wir werden bald weitermachen. Und barakallahu fiikum wa jazakumullahu khairan wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.